Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Ich habe gerade noch ein bisschen Minecraft aufgenommen, meinen lieben Tim. Und nun seht ihr hier FIFA. Schwein erreicht bei seinem Debüt einen Sieg im Freundschaftsspiel. Ich wollte einen Sieg. Wir haben einen Sieg bekommen. Die Mannschaft hat genauso agiert, wie ich es verlangt hatte. Für diesen Erfolg verdienen sie wirklich volle Anerkennung, erklärte der Trainer Schwein. Und weiter, dieses Freundschaftsspiel war mein Einstand und es ist schön, dass wir gleich in der ersten Partie einen Erfolg verbuchen konnten. Das ist auch sehr gut. Das könnt ihr euch auch noch durchlesen. Und Jakovlevic fällt 2 Wochen aus, wegen einer Wadenzerrung. Okay. Nun kommt aber das nächste internationale Testspiel. So, wir schauen mal eben in die Nachrichten. Nachrichten, genau. Jakovlevic ist wieder auskuriert. Sehr gut. Wir spielen heute gegen Ägypten. So, boah, ist er klein. Ist das Salah? Das könnte Salah sein, oder? Müssen wir uns mal eben anschauen. Ah, wir sehen es gar nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, können wir hier irgendetwas verbessern? Ich möchte mal bitte den da drin haben. Und die beiden hier tauschen mal. So. Okay, ja. Machen wir einfach mal. Sieht ja gut aus eigentlich. Ich hatte dir gerade rechts einen roten Bart. Okay. Kann man mal so machen. Okay, so. Gegen Ägypten. So, Freundschaftsspiel, okay. Und damit Hallo nach Hause von Wolfuß und Frank Buschmann. Stammformation finden. Komm, mach weiter. Ich will gucken, ob der Salah drin spielt. Das ist natürlich super. Da war er. M. Salah, Junge. Nummer 11. Oh, ja. Da ist er. Nummer 11, genau in der Mitte. Und er spielt rechts außen, okay. Alles klar. Gut. Alles klar. Gut. Zweites Sessspiel. Ich bin mal gespannt, wie wir das absolvieren werden. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir gewinnen werden, weil ich glaube, Ägypten ist jetzt nicht so der Kracher. Da gibt es eindeutig schwerere. Jawohl, erster Schuss, erstes Tor. Sogar mit rechts. Kann man mal so machen. Und er tanzt da schön vor sich hin. Ersten 3 Minuten 1:0. Ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Jawohl. Boah, der Torwart ist anscheinend nicht so geil. Aber wir sollten ihn trotzdem nicht unterschätzen. Na komm. Nee. Bitte, geht mit dem Ball. Jawohl, sehr gut. Sehr gut. So. Ja. Komm nochmal. Und jetzt kommt die Flanke. Nochmal auf Bale. Der Keeper ist echt nicht so geil, ne? Der Keeper ist echt nicht so geil. Wow. 2-0. Ersten 9 Minuten. Ja. Ich glaube, ich habe mich so langsam mit Wales eingespielt. Ja. Okay. Okay. So. Dann können wir ja jetzt ein bisschen auf Ballbesitz spielen. Weil wir haben jetzt eigentlich den Sieg schon sicher in der Tasche. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas noch passieren wird. Deswegen spielen wir mal ein bisschen auf Ballbesitz, weil wir wollen natürlich auch die Statistik ein bisschen hochhalten. Wir wollen ihren Gegner dominieren und so tun, als wären wir echt überlegen. Was wir ehrlich gesagt auch sind. Der Pass war übel scheiße. No, jetzt wollen sie uns dominieren. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Bitte. Bitte, hallo. Gib mir den Ball.
Boah, ich hasse es. Ich hasse es, wenn die sowas machen. Wieso macht man sowas? Die sind hinten. Die können das nicht machen. Die haben dazu kein Recht. So, nochmal umdrehen, schön nach hinten spielen. So. Wir haben dazu ein Recht. Wir führen. Die nicht. So. Schön mal laufen lassen. Das ist nämlich gut. Immer schön. Dann halten wir die Passquote auch noch hoch. Ja. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Oh, die Ballannahme, die war aber auch schlecht. Es war so ein Bambini-Ballannahme. So, keine Ahnung. Der Ball kommt mit 3 km/h. Und der streckt seinen Fuß aus, stolpert erstmal dahin und kriegt den Ball immer noch nicht. Oh, schlecht. Oh, schlecht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was machen die da? Verstehe deren Spielstil einfach nicht. Verstehe ich nicht. Weil, die können es einfach nicht. Wir haben ja wenigstens noch so Spieler, die es können. So wie Bale oder so. Ach man. Mann, gib mir den Ball. Jawohl, Einwurf. Was? Der war doch aus. Der war doch aus. Jawohl, sehr gut. Schlecht. Da wollte ich gerade schießen. Aber nein, nee. Oh, gut, den Ball erobert. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Ah, schön gespielt. Schön gespielt. Ah, der kommt aber da nicht durch. 60-40, ja, das geht noch besser. Es geht ja auf jeden Fall noch besser mit Ballbesitz. Ah. Okay. Okay. Ist ja okay. So. Jawohl. Da haben wir wieder einen Ball. Sehr gut. So. Fupp. Zack. Sehr gut. Schönen Ball halten. Kommt gleich Nachspielzeit, oder ist schon eher gesagt, und es ist die erste Halbzeit ist vorbei. Erste Halbzeit ist vorbei. Wales-Fans freuen sich. 2 Tore. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir schauen auf die anderen. Deutschland spielt 0-0 gerade gegen Australien. Okay. Rumänien gewinnt 2-0 gegen Neuseeland. Griechenland verliert 1-0 gegen Spanien. Wow. Okay. Okay. Und weiter. Einfach weiter, ja? So. Ich will gleich in den News lesen, dass wir die dominiert haben. Weil als andere stimmt nämlich nicht. Wir haben sie dominiert. Wir haben sie zerdrückt einfach nur. Zerdrückt wie so eine kleine Schmalzfliege. So eine kleine Fruchtfliege, ne? Ein Tagesfliege, die einfach mal so herschwört und du einfach nochmal so machst und die sind dann einfach weg. So haben wir es gemacht. Ab der ersten Minute. Erster Torschuss und die waren direkt weg. Direkt. Da kannst du machen, was du willst. Die sind weg. Siehst du? Da geben sie uns den Ball schon wieder. Den Ball haben wir schon wieder. Boah, Alter. Ich kann voll nicht mehr labern.
So. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sehr gut. So, das sieht super aus. Muss ich ja schon mal sagen. Das sieht echt gut aus. Viele Pässe, viel Ballbesitz. Nicht weglaufen. Bale hat immer wieder so einen Drang, nach vorne zu laufen und den Ball mitzunehmen. Das müssen wir aber irgendwie unterbinden. Siehst du? Der will sich einfach immer umdrehen. Aber heute in dem Spiel soll er es mal nicht machen. Er soll einfach nur einen Ball klatschen lassen. Jetzt spielen die schon wieder auf Ballbesitz, was ich einfach nicht kapiere. Ich kapiere so etwas nicht. Ich kapiere so etwas nicht. Ja, wow. Wollten die auch mal einen Schuss haben? Ja. Wow, da hatte ich gerade extreme FPS-Einbrüche. Aber ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal wieder konstant. So, zack. Komm, jetzt nochmal ein Torschuss. Ich will jetzt nochmal einen Torschuss haben. Damit ihr auch mal was seht. Kopfball. Schlecht. Das war schlecht. Das war nicht gut. Alter Junge. Die machen so viele Flankenwechsel. Das ergibt so keinen Sinn. Ja, siehst du, wir haben schon wieder einen Ball. Wir dominieren sie. Das ist Weltklasse-Fußball. Da spielt Wales. Kein anderer. Nicht Deutschland oder so, nein, Wales. Wales. Komm schon. Immer schön sicher spielen, so muss das. Bloß keinen Ballverlust zulassen. Da haben wir es zugelassen. Aber wir holen uns direkt den Ball wieder. Denn das machen Weltklasse-Spieler. Wieso läuft der nicht weiter? Das kapiere ich nicht. Weltklasse-Spieler, er läuft nicht weiter. Alles klar. So, gleich ist schon die 80. Minute angebrochen. Oh, schlechter Pass, schlechter Pass. Ah, wir haben ihn direkt wieder geholt. Okay, Foul riskiert, aber ist okay. Bevor es ernsthaft gefährlich wird. Lieber ein Foul riskieren. Na, der ist auch weit drüber. Oh ja, gut, der kam noch an. Der kam gerade eben noch so an. Lauf, Junge, lauf! Wieso ist der so langsam? Jawohl. King, Junge! Ach, shit. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ramsey. Das war ein schlechter Pass. Egal. Egal. Ja, voll. Das gibt Einwurf. Okay, hier ist kein Spieler von uns. Seltsam. Ja, das ist auch wieder kein Spieler. Jawohl, erstmal noch einen Pass machen. Aber Salah darf halt sowas. Salah erlaubt es. Jawohl. Guck, Körpereinsatz ist auch da. Der Wille ist da. Man will unter die besten 10. Jawohl, King ist super drauf. So, gleich ist auch schon Nachspielzeit. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon wieder erledigt. Totale Zerstörung, würde ich sagen. Totale. Die hatte nicht eine Minute eine Chance. Doch vielleicht beim Anstoß. Ansonsten gar nicht. Dann hat man direkt bemerkt. Wales, die sind doch stärker als Ägypten. Ja, siehst du, einfach nur dominiert. Ja, 59:41, ist okay. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, aber okay. Ist ja nicht schlimm. So,
Wales-Fans aufgeregt, Schweinerechte, okay. Sonst gibt's nichts. Da muss doch irgendwas etwas geben. Jugend-Scouting-Bericht verfügbar. Im Anhang finden Sie meinen Scouting-Bericht für diesen Monat. Der hier sieht gut aus. Der sieht gut aus, okay. Der sieht nicht schlecht aus. Der sieht auch gut aus. Der sieht richtig gut aus, muss ich ja mal sagen. Spieler verpflichten. So einen will ich. Ha? Mal schauen. Ah, der sieht nicht mehr so gut aus. Das ist ein scheiß Torwart. Der sieht auch gut aus. Den will ich auch haben. Gut. Der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, aber... Okay. Ah, Nase juckt. Weg damit. So, Spieler ist auskuriert. Hatten wir gerade schon gelesen. Gut. Nachricht von Spieler. Kennst du was fragen? Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Machen wir natürlich, Silvester. Wir ändern hier aber die Aufstellung. Da. Und rotieren hier ein bisschen. So, Silvester. Ja. Und das müsste es auch schon wieder gewesen sein. Ja, das ist es gewesen. Ich verabschiede mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.